Hallo und herzlich willkommen bei Next Games LP. Wir spielen heute Assassin's Creed The Ezio Collection. Wir machen weiter mit Assassin's Creed Revelation. Der zweite Part von der Kampagne ist ganz wie immer auf der Xbox Series X. Und ich sage viel Spaß und let's go, meine Freunde. Auf geht's, viel Spaß dabei und los geht's, let's go. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sagen viel Spaß dabei beim Video. Verliert ihr nicht schon wieder! Das ist schon besser. Malaka!
kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Hörst du denn nie auf zu winseln? Tja, der alte Hund hat doch noch Zähne. Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Nicolopoulos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los! Requiescat in pace, bastardo. Dieser Apfel. Er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Nicolopolo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Thank you.
prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach, eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinia. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantinia ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Beerfendi. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Yardım edebilir miyim efendim? Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig olmayın. Hoş geldin, kardeşim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de... La, la, la. Prego. Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet. Der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessin Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit. Den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur einen. 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. All den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Haltet den Mann!
Waffen! Das muss ich mir merken. Ezio, dort! Noch eine Welle! Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot! Und du auch gleich! Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüpel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Wir sind fast da. Hier lang. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio, eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Seid mir gegrüßt. Dieb! Wache zu mir! Ich setz dir die Wache auf den Hals! Edle Kunden, hier bezahlt ihr nur etwas mehr für den Grund. Metall wird in diesem außergewöhnlichen Geschäft zu Kunst gewandelt. Kommt und seht selbst. Drecksberg!
Eschole Scheck! Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentoren die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Kommt! Sputen. Die Veranstaltung soll am Abend vor der Hohen Pforte stattfinden. Ihr glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Benim çayım da o. Parasını vereceksin. Çayım. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn er ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Shahane! Harika! Thank you.
Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Hm? Na bene, gehen wir. Hm. Habt ihr Spaß? Genauso! Lass die Hakenklinge die Arbeit machen! Habt ihr Spaß? Genauso! Lass die Hakenklinge die Arbeit machen! Nächste Beule! Hängt euch richtig rein! Willkommen in Konstantinien, Ezio! Dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Allerdings bin ich ein furchtbarer Koch. Ich bin beeindruckt, Yusuf. Es würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk Burege! Angriff von zwei Seiten, Galata und großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. In dem Alter noch so aufzuführen? Ist er des Laufens müde, schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Oh.
Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Seht zu. Assassinen! Hilfe! Hey, komm sofort hier runter! Ich bin wohl übermüdet. Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie. Die Galata-Feste? Evet. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Habe ich euch irgendwas getan? Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Ist wohl ausgebrochen. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Bune Bühe, Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's.